Grüß Gott, Oberfranken. Herzlich willkommen in Bindlach. Wir freuen uns, liebe Gemeinde, an den Bildschirmen Sie heute bei uns begrüßen zu dürfen. Für uns ist das der erste Gottesdienst nach dem großen Ereignis des vergangenen Wochenends. Die Gemeinden haben landesweit ihre neuen Kirchenvorstände gewählt. Und eine Wahl bringt Veränderung mit sich. Manchmal bedeutet sie einen Umbruch, eine Neuorientierung. Altgediente und oder Enttäuschte räumen das Feld. Neue und Neugierige rücken nach. Aber alle eint der feste Wille, diese Veränderung mit Gottes Hilfe zu tragen und zu gestalten. Ich danke an dieser Stelle allen, die sich zur Wahl gestellt haben. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Mut, zu Ihrem Engagement und zu dem Bekenntnis zum Glauben und zur Kirche, das Sie mit Ihrer Kandidatur öffentlich abgelegt haben. Und ich bin gespannt, wie Sie in der Zukunft mit Ihren Wünschen, Visionen und Ideen die Kirche vor Ort und die Kirche in der Welt prägen und formen werden. Gebe Gott seinen Segen und seinen guten Rat zu Ihrem Amt und natürlich auch zu dem Gottesdienst, den wir heute und hier am 22. Sonntag nach dem Trinitatisfest feiern werden. Bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Mit diesem Spruch aus dem Psalm 130 beginnen wir nun unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Womit soll ich mich dem Herrn nahen? Das ist eine knappe, aber einen weiten Horizont eröffnende Frage. Zumindest für die, die Wert auf eine gute Beziehung zu ihrem Gott legen. Und es gibt hier verschiedene Wege, die denkbar wären. Ich versuche konsequent, die mir schwarz auf weiß in der Bibel vorliegenden Gebote und Weisungen zu befolgen. Ich bin ein folgsames Kind. Ich versuche, Gott zu beeindrucken, indem ich viel Mühe und Material darauf verwende, ihm zu zeigen, wie wertvoll er mir ist und ich ihm sein kann. Schau, was ich für Opfer für dich bringe. Ich versuche, Wege zu gehen, auf denen ich sowohl ihn, Gott, als auch ihn, meinen Nächsten, Freund, Nachbarn, Kollegen, Wegbegleiter, wen auch immer, nicht aus den Augen verliere und wertschätze. Die heutige Evangelienlesung, das Gleichnis vom Schalksknecht, das zeigt, wie man's nicht machen sollte. In Schuld und Not für sich selbst Hilfe und Milde einfordern, dieses aber im umgekehrten Fall anderen zu verweigern. Der Predigtext aus dem Buch des Propheten Micha liefert für einen guten Weg einen beherzigenswerten Ansatz, doch dazu später mehr. Jetzt bitten wir Gott, dass er seinen Segen zu unserem Gottesdienst gebe und zu unserem Nachsinnen über die berechtigte Frage, womit
soll ich meinem Herrn nahen. Herr Gott, himmlischer Vater, deine Liebe ist größer als unser Verstehen. Ihre Macht überwindet die Gewalt des Bösen. Wir bitten dich, verwandle und erneuere uns, dass wir einander lieben, wie du uns liebst, einander vergeben, wie du uns vergibst, und dass die Kraft der Versöhnung die Welt verändere. Durch unseren Herrn Christus Jesus, der mit dir lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Evangelium für den 22. Sonntag nach Trinitatis steht bei Matthäus im 18. Kapitel. Matthäus schreibt: Petrus trat zu Jesus und sprach zu ihm: Herr, wie oft muss ich denn meinen Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist genug 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing anzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu zahlen. Da fiel der Knecht nieder und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch.
Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte. Der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als nun seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da befahl ihn sein Herr zu sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Dies waren die Worte unseres heutigen Evangeliums. Der Herr segne sie an uns und an unsere Seelen durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Und er erhalte uns sein heiliges und teures Wort in Ewigkeit. Wir bekennen nun gemeinsam unseren christlichen Glauben. So bekennt nun und sprecht mit mir. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lied Nummer 251, Herz und Herz vereint zusammen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag, er steht beim Propheten Micha im 6. Kapitel. Micha schreibt: Hört doch, was der Herr sagt. Mach dich auf, führe einen Rechtsstreit mit den Bergen, auf dass die Hügel deine Stimme hören. Hört, ihr Berge, den Rechtsstreit des Herrn, ihr starken Grundfesten der Erde, denn der Herr will mit seinem Volk rechten und mit Israel ins Gericht gehen. Was habe ich dir getan, mein Volk, und womit habe ich dich beschwert, das sage mir. Habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst und vor dir hergesandt, Mose, Aaron und Miriam? Mein Volk, denke doch daran, was Balak, der König von Moab, vorhatte und was ihm Bileam, der Sohn Beors, antwortete. Wie du hinüberzogst von Schittim bis nach Gilgal, damit du erkennst, wie der Herr dir alles Gute getan hat. Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem Gott in der Höhe? Soll ich ihm mit Brandopfern nahen, mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr gefallen haben an vieltausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl?
Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Soweit die Worte des Predigttextes. Der Herr, er sende nun seinen Geist, dass unser Hören und Reden uns zum Glauben führe und darin bewahre. Amen. Liebe Gemeinde, Gott hält Gericht mit seinem Volk. Der Prophet Micha beschreibt im heutigen Predigttext ein Gottesgericht. Er eröffnet dazu einen weiten Horizont und malt Berge und Hügel, ja auch die Grundfesten und Pfeiler der Erde in dieses Bild mit hinein. Angeklagt ist das Volk Israel. Handfeste Anklagepunkte oder eindeutige Vergehen hören wir hier nicht, aber einen harten Vorwurf. Was habe ich dir getan, mein Volk? Und womit habe ich dich beschwert? In diesem Prozess steht Grundsätzliches im Feuer, die Gerechtigkeit Gottes, das Vertrauen des Volkes in den Gott, der es sich aus den vielen Völkern ausgesondert und erwählt hat. Was habe ich dir getan? Sage das mir. Es gäbe ja immer was zu mäkeln. Gottes Gnade ist nicht gnädig genug. Gottes Gaben sind nicht gut genug, Gottes Weisheit ist nicht gewitzt genug. Und was er im Gegenzug fordert, Aufmerksamkeit, Achtung und Ehrfurcht, ist übers Maß und viel zu viel. Denk nach, mein Volk. Allem Gemäkel zum Trotz lässt Gott das Revue passieren, was er dem Volk an Gnadengaben hat zuteil werden lassen. Befreiung. Ich habe dich aus Ägypten und somit aus aller Unterdrückung herausgeholt. Orientierung. Ich sandte euch Mose. Mose gab Gebote und Weisungen. Ich sandte euch Aaron. Aaron lehrte Gottesdienste zu feiern. Ich sandte euch Miriam. Miriam steht hier als Urbild für alle Propheten, die im Laufe der Geschichte gesprochen haben. Segen, Balak wollte Israel durch Bileam verfluchen lassen, das misslang gründlich. Balak musste feststellen, dass Bileam Gottes Segen nicht brechen konnte. Land, Schittim, ein Ort im Ostjordanland, und Gilgal, ein Ort im Westjordanland. Beide Orte, sie sind Wegmarken auf dem Weg ins gelobte Land, das Gott seinem Volk geschenkt hat. Denk nach, mein Volk, damit du erkennst, was der Herr dir alles Gute getan hat. Denk nach, und mit dieser Aufforderung endet die Rede Gottes. Womit soll ich mich dem Herrn nahen? Diese Frage ist eine direkte Reaktion auf das Denk nach Gottes. Diese Frage stellt aber hier nicht ein Wir, die umfassende Gemeinschaft des Volkes bricht hier auf. Diese Frage stellt ein Ich, der Mensch als Person und Individuum kommt hier in den Blick, und das ist gut, denn ich finde, die Frage nach der Begegnung und dem Umgang mit Gott ist für jeden Menschen eine hochpersönliche. Und sie kann niemals befriedigend beantwortet werden mit einem bloßen So macht man das eben. Mann, allgemein, unpersönlich, unpraktizierbar, friss oder stirb. Für diese persönliche Frage des Ich nach der rechten Begegnung mit Gott ergeben sich für mich zwei vordringliche Lesarten. Lesart 1, ernstes Ringen. Ein Mensch, der sich das Denk nach Gottes zu Herzen genommen hat, geht in sich und ringt ernsthaft nach einem guten Weg, eine gute Beziehung mit Gott zu leben. Er orientiert sich in unserem Fall an den Vorschriften zu den Opfergaben im Kultus der Altvorderen
und versucht, Gott überbordend zu beeindrucken. Schau her, was ich für Opfer für dich bringe. Lesart 2, bitterer bzw. verzweifelter Spott. Ein Mensch, der sich dieses Denknach Gottes zu Herzen genommen hat, erkennt die Unmöglichkeit, vor dem anklagenden Gott zu bestehen. Der am Anfang des Prophetenwortes stehende Prozess ist ja noch längst nicht zu den Akten gelegt. Er flüchtet sich in Bitterkeit. Dieses Übermaß an Hingabe, 1000 hiervon und 1000 davon, am Ende mein Leben gar, kann ich Gott gegenüber niemals aufbringen. Ein unmögliches Unterfangen, das mich nur gerichtet, ja, zugrunde gerichtet zurücklässt. Oder in Spott. Was willst du, Gott? Denn noch alles, 1000 hiervon, 1000 davon, am Ende auch mein Leben gar, ist's denn nie genug? Haben deine Forderungen denn nie ein Ende? Wie soll das gehen, vor dir zu bestehen? Es ist dir gesagt, Mensch. Die Erwiderung auf des Menschen Frage übernimmt der Prophet Micha. Er unterstreicht dabei die Rolle als Sprachrohr Gottes. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Es ist dir gesagt, was der Herr von dir fordert. Und eigentlich hätten wir ja jetzt ein Feuerwerk von prophetischer Beredsamkeit erwarten können. Schließlich steht Micha ja in der Tradition von ungezählten Propheten Gottes, die er Gott seinem Volk gesandt hat. Micha hätte hier prophetische Sprüche und Weisheiten die Fülle zusammentragen, bündeln und wieder auspacken können. Er hätte Scheltwort an Scheltwort reihen können. Unheilswort an Unheilswort steht er, der Mensch, ja immer noch vor Gericht. Was aber hätte diese Wortfülle gebracht oder erreicht? Ich denke nichts. Nichts Zählbares, auch nichts Hilfreiches. Hilfreich dagegen ist, was Micha dann tat. Er brach die Botschaft der Propheten und die Gebote Gottes herunter auf 3 gut verdau- und verstehbare Portionen. Erstens, Gottes Wort halten. Hier empfehle ich den Blick auf die 10 Gebote des Mose. Am Anfang stehen die, die den Umgang des Menschen mit Gott regeln, und sie legen nahe, erkennt ihn an als euren Gott, gebt ihm die Ehre und lasst ihn teilhaben an eurem Leben, seht ihn an als notwendigen und wesentlichen Teil eures Lebens und heißt ihn willkommen als treuen Begleiter eures Lebenswegs. Am Ende dann stehen die Gebote, die den Umgang von Mensch zu Mensch regeln. Sie legen nahe, achtet die Alten, die Schwachen, achtet das Leben, geht sorgsam um mit den Menschen an eurer Seite, richtet niemanden zugrunde, meidet Habsucht, Neid und Gier. Zweitens, Liebe üben. Liebe üben ergänzt das Gebote halten. Ich meine allerdings, und das ist vielleicht meine christliche Brille, dass Liebe üben Ersteres noch überbietet. Ich verstehe das als Hinweis darauf, dass es durchaus allen gut zu Gesicht stünde, auf das bloße Befolgen von Regeln noch eine Schippe Liebe draufzulegen. Arbeitet nicht mechanisch ab, was Gottes Gebote euch auferlegen, sondern seid mit dem Herzen dabei, mit Liebe, vielleicht sogar mit Leidenschaft. Geht die Extrameile in eurem Verhältnis zu euren Menschen. Geht die Extrameile in eurem Verhältnis zu eurem Gott. Ein Kollege formulierte hier geht's um gütige Freundlichkeit, Loyalität und Solidarität, die über das normale zu erwartende Maß hinausgehen. Doch Vorsicht, laufen wir da nicht wieder Gefahr, das Ganze zu überhitzen?
Wieder in die Rolle des frustrierten, weil hilf- und ratlosen armen Sünders zurückzufallen. Wie kann ich da denn noch eine Schippe drauflegen? Wie kann ich denn da noch eine Extrameile gehen? Drittens, demütig sein vor deinem Gott. Ich bin dankbar für die dritte Portion, dieses demütig sein vor deinem Gott, denn das bewahrt mich davor, mich in den Strudel des Unleistbaren hineinziehen zu lassen und verzweifelt, verbittert oder spottend vor meinem Gott, der auch mich ins Gericht hineinführt, dazustehen. Demütig sein vor deinem Gott heißt für mich einerseits, nimm mit wachem Geist wahr, welche Wege Gott mit dir gegangen ist, geht und noch gehen wird. Weiterhin, lass dich immer wieder neu auf den Weg mit Gott ein, dass die Wege, die er mich führt, die ich einerseits mit ihm gehen darf, aber andererseits auch mit ihm gehen muss, dass die nicht immer nach meinem Geschmack sind und nach meiner Vorstellung, das ist dabei selbstredend, Gott führt, nicht ich. Demütig erkenne ich das an. Da wir hier versammelt sind, diese heilsame Haltung, diese Haltung, demütig sein vor deinem Gott, nehmen wir normalerweise alle, die wir hier jetzt sitzen, zu Beginn eines normalen Gottesdienstes ein. Wir stehen anfangs beim Vorbereitungsgebet vor dem gerechten und richtenden Gott, Klammer auf. Wegen der Zeitvorgaben für diesen Fernsehgottesdienst habe ich aus dem Eingangsteil dieses herausgenommen, aber dafür kommt es jetzt in der Predigt. Wir stehen vor Gott, genau wie das Volk oder der Mensch bei Micha. Und wir denken und sprechen, da wir hier versammelt sind, um miteinander Gottes Wort zu hören und ihn in Gebet und Loblied anzurufen, erkennen wir vor dem heiligen Gott unsere Unwürdigkeit und bekennen vor ihm, dass wir gesündigt haben in Gedanken, Worten oder in Werken. Auch aus eigener Kraft uns von unserem sündigen Wesen nicht erlösen können. Und darum nehmen wir Zuflucht zu der grundlosen Barmherzigkeit unseres Gottes. Wir stehen also vor Gott und bekennen, dass wir es aus eigener Kraft nie schaffen können, vor ihm, vor Gott gut dazustehen. Und so erkennen wir ihn an als unseren Richter. Und so erkennen wir ihn an als unseren Herrn in Reue und in Demut. Aber gleichzeitig dämmert uns auf und gleichzeitig wird uns auch zugesprochen, der Gott, der uns liebt, der lässt uns nun nicht hängen, der lässt uns nicht im Stich und ratlos dastehen. Nein, er wertschätzt und er würdigt uns und tut das, was ein gnädiger Richter tut. Er gibt dem Chancenlosen eine Chance, dem Hoffnungslosen Hoffnung, dem Friedlosen Frieden, dem Suchenden ein Ziel, dem Schuldigen Gnade. Seine Gnade ist's, die uns vor ihm bestehen lässt, auch ohne beeindruckende 1000 Widder und unzählige Ströme von Öl. Seine Gnade ist's, die uns die Kraft gibt, Gottes Wort zu halten und Liebe zu üben. Und wenn's dabei nicht grundsätzlich rund läuft, dann können wir uns immer wieder neu vor ihn hinstellen und bitten, Gott sei uns Sündern gnädig. Gott, er spricht uns frei, aus und durch Gnade. Und als Christen vergessen wir dabei natürlich nie, er spricht uns frei, aus und durch Christus. Und aus und durch den Glauben, den der Heilige Geist uns schenkt. Im normalen Gottesdienst singt dann die Gemeinde bald nach dem Vorbereitungsgebet das Gloria, Ehre sei Gott in der Höhe, ein Lobgesang zur Ehre Gottes des allmächtigen Erbarmers. Und wer so weiß und bestätigt, dass Gott ihn nicht hilflos und ratlos stehen lässt,
wenn Gott und die Welt ihn richten. Wer weiß, dass dem, der sich Gott demütig, achtend und achtsam nähert, Gnade widerfährt, der wird solch ein Loblied gerne singen und beherzigt gerne den gut gemeinten Rat des Propheten Micha. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lied Nummer 075 aus dem Kommt, atmet auf, wo Menschen sich vergessen. Liebe Gemeinde, ein Kirchenbesuch ist vielen aus verschiedensten Gründen verwehrt. Krankheit, besondere Bedürfnisse, Reisetätigkeit, Familie oder sonstige Verpflichtungen. Dennoch wären sie dankbar für einen Gottesdienst aus ihrem Umfeld. Gut, dass TVO Gottesdienste aus unserer Heimat sendet und so Menschen vor Ort in ihren jeweiligen Lebenssituationen erreicht. Und damit dies weiter möglich ist, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Und deshalb ist die heutige Kollekte am Ausgang für den Verkündigungsdienst in den Medien im Kirchenkreis Bayreuth bestimmt. Wenn Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier einen Beitrag leisten möchten, so werden für Ihre Spende am Schluss der Sendung Kontodaten eingeblendet. Gott, er segne die Geber und die rechte Verwendung ihrer Gaben. Wir werden nun miteinander und füreinander beten. Himmlischer Vater, wenn wir schuldig werden an dir, an anderen, an uns selbst, bist du die Quelle aller Vergebung. Wenn wir ratlos und getrieben sind, ist deine Weisheit unsere Hoffnung. Wir bitten für alle,
die auf ihrem Lebensweg falschen Freunden auf den Leim gehen. Schicke ihnen Menschen, die ihnen Gutes tun und sie wieder neu an das Gute glauben lassen. Wir bitten für uns, lass uns nie solch falsche Freunde sein. Wir bitten für alle, die Unrecht und Gewalt leiden, dass ihnen Hilfe und Gerechtigkeit zuteil werde. Wir bitten für uns, dass wir erkennen, wenn wir uns und anderen Gewalt antun. Wir bitten für die, die in Kriegs- und Krisengebieten leben und um ihr Leben fürchten. Zähme die Hunde des Krieges und lass Frieden einkehren. Wir bitten für uns, lass Frieden auch einkehren in unsere Häuser. Wir bitten für alle, die krank sind, schenke Linderung und Heilung, aber auch die Kraft, hartes und unabänderliches Schicksal ertragen zu können. Wir bitten für uns, bewahre uns an Leib und Seele. Wir bitten für die Sterbenden, geleite sie in deine Ewigkeit. Für die Trauernden, gib ihnen Kraft und Trost in den schweren Stunden. Wir bitten für uns, lass uns alle erkennen, dass du Herr bist über Werden und Vergehen, Zeit und Ewigkeit. Wir bitten für die Kirchenvorstände, die am vergangenen Sonntag gewählt wurden. Ermutige die Zaghaften, stärke die Kreativen, zügle die Hitzigen, gib Ruhe den Bedachten und tröste die Enttäuschten. Fördere die Gemeinschaft der Gewählten, der noch zu Berufenden oder bereits Berufenen und aller, die ihnen im erweiterten Kreis weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen, zum Wohle ihrer Gemeinden und zur höheren Ehre Gottes. Das bitten wir dich durch Christus Jesus, unseren Herrn, Heiland und Bruder. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So nehmt nun hin, ihr alle, den Segen und Frieden des dreieinigen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.